Ja, wir haben wieder ein Wolfspaar in Bielefeld. Ein Weibchen aus Osnabrück, im letzten Jahr geboren. Einen Rüden aus Gotha, 2012 geboren. Also sehr ruhige Tiere. Die Zusammenführung hat ganz gut geklappt. Ich bin auch zuversichtlich, dass dieses Pärchen sich gut vertragen und verstehen wird. Wir haben ein zuchtfähiges Pärchen ausgesucht, dass wir auch mal Jungtiere im Gehege haben werden, also einen Familienrudel gründen möchten. Der Rüde, der Eik, der hat einen mächtigen, massiven Kopf, hat auch über den Schultern mehr Schwarz im Fell und die Rieke ist schon um einiges zierlicher. Die Lefzen sind bedeutend weißer, heller gefärbt und auch im Verhalten merkt man es gleich. Der Rüde ist schon sehr dominant, ist behäbig, ruhig und locker und schaut mal, was da los ist, während die Fähe doch mal eher einen schüchternen Blick wirft und dann gleich weiter trabt und ihrer Wege geht.